Direkt tot oder? Oh, echt? Krass. Die ist ja übel. Ja, was könnte ich denn da tun, außer durchlaufen? Wir laufen mal durch. Ach nein, ehrlich? Da sieht ihr mich? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ne, die hat eine Maske auch auf, ne? Die hat ein süßes Gesicht. Die hat einen hässlichen Charakter in erster Linie. Die sieht mich hier überall. Das ist das Ding. Wenn ich hier nicht irgendwo einen Schlüssel finde, sieht das mal Mara aus für mich. Und hier komme ich nicht hoch. Lass nochmal da oben hoch. Ich sterbe zu schnell hintereinander. Das stimmt. Sie kämmt ihr Haar, der Spiegel zerbrochen, ihr Blick sieht klar, mein Herz wird zerbrochen. Rübchen, Dankeschön. Stimmt, wir können auch mal versuchen zu schleichen. Das wäre mal eine Maßnahme. Aber ich glaube, die sieht mich trotzdem. Ich würde da so gerne die Geisha da vorne schnappen. Beide. Und zerbrechen. Nee, jetzt gerade geht's. Bemalt. Ja, sie veranlasst das also alles hier. Die Frage ist, warum? Und guck mal, da vorne ist ein Bild mit irgendwas mit Hut und einem gelben Mantel an. Tja. Ja, da ist auch der Schlüssel. Ich traue mich jetzt aber gerade nicht raus. Sie ist nicht mehr da. Das ist nicht so cool. Gerade. Dass sie einfach nicht mehr da ist. Mir gefiel das besser, als sie noch gesungen hat. Die ist bestimmt sauer. Ich muss mich gerade konzentrieren, Rick. Lass dich vom Chat beklatschen. Ich werde mich gleich sowas von verjagen, glaube ich. Das musste sein. Ich warte nur noch, dass es statt einer der Kleiderpuppen Siedelei auftaucht. Irgendwas in der Art. Ey, lass die Tür doch aber da jetzt. Hat sich da irgendwas verändert? Warum sollte sie gehen, wenn sie dann Geräusch hört? Warum sollte sie das tun wollen? Warum? Das macht man doch normalerweise nicht. Das nächste Spiel wird vegetarisch. Wo ist denn jetzt hier der Haken? Das wäre jetzt ja irgendwie zu einfach, oder? Und was soll die ganze Scharade hier überhaupt? Gleich ist sie das und dreht sich um. Macht buh. Okay, sie mag sich auf alle Fälle nicht sehen. Deshalb sind alle Spiegel zerbrochen. Auch hier. Puh. Meine Güte, wusste ich gar nicht so schnell, wo ich das Gamepad hinwerfen sollte. Dann klebt das plötzlich an der Hand und wollte gar nicht ab. Oh. Levin, Abend. Denn es dicht das Herz schlägt lang und ohne Schmerz. Ich dichte heute eher wenig, aber auch andere sind da König. Oder Königin, sage ich, alles andere an einem anderen Tag. So. Hat Rübchen wieder was gedichtet? Ecke, Ecke, Schrank. Ecke, was? Wie Ecke, Schrank? Ich hänge, zeitlich, gedanklich. Total unauffällig, ne? Mit dem Feuerzeug. Das ist aber keine Puppe hier neben mir. Doch, ist es. So, oh, man krampft bei dem Spiel ganz leicht. Ich brauche eine Rückenmassage. Die hätte eigentlich kostenlos mit bei sein müssen beim Spiel. Okay, direkt durchlaufen. Direkt durchlaufen. Direkt durchrennen, glaube ich einfach. Einfach direkt durchrennen. Da ist sie doch, oder nicht? Boah, das macht dann ja wahnsinnig, sowas. Wo muss ich denn hin? Sie sieht mich so oder so, ne? Wenn die mich sehen will. Was ist denn das hier rechts? Ah, ein Brett. Aber ich habe gespeichert. So, ein Gedicht lese ich noch. Wenn die Tür sich schließt, dem Well das Adrenalin in den Körper schießt. Wo ist die Geisha denn bloß hin? Das macht doch alles keinen Sinn. Sie mag sich nicht im Spiegel sehen, doch musst du Well jetzt weitergehen. Komm, lass dich nicht von ihr besiegen, sondern sause los, als könntest du fliegen. Ihr werdet immer besser. Geil, du Alba. Auch richtig klasse. Das ist echt großartig. Kann ich hier mal in so einer Schublade ziehen? Wieder die ganzen kaputten Spiegel. Und hier geht es nicht so richtig weiter, bis auf hier hoch. Und dann? Dann war es das, ne? So richtig weiter geht es jetzt hier nicht. Okay. Da oben ist ein Spiegel. Den können wir greifen. Ey, eigentlich hättest du dann nur ein Frühstücksbrett. Das spiegelt sich gar nicht. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Kannst du den auch anders nehmen? Ja, okay. Wir wollen mal nicht so sein. Es ist ein Spiegel. Ich hoffe, dass es ein Spiegel ist und kein Frühstücksbrett. Wenn das nur ein Frühstücksbrett ist, habe ich ein Problem. Dann kriege ich aber richtig einen geschmiert. Und das wird keine Stulle sein. Ja. Das ist jetzt uncool gerade. Hey! Ich habe doch das magische Frühstücksbrett gehabt. Ja, stimmt, geh ins Licht, hast recht. Macht ja Sinn. Warum so viele Jumpscares? Da sind ja gar nicht so viele. Also, jedes Spiel mit mir ist Jumpscare. Eigentlich, egal was. Wo ist denn hier Licht? Da ist Licht. Na toll, wo kommt das nächste Mal Licht? Oh, ist doch unfair, oder? Ja, es sieht nach Bossfight aus. Woher soll ich denn wissen, dass da jetzt direkt nochmal Licht kommt? Das kann man doch jetzt nicht ahnen, oder? Vor allem, weißt du, die Aufstehanimation da dauert danach auch ein bisschen, ne? Bis du das Frühstücksbrettchen wieder in der Hand hältst. Ja, es ist ein Spiegel. Ich hoffe, das ist nicht random mit dem Licht. Verdammt, die Richtung ist random. Steh auf, schnell, Asics. 5 Mal? Oder wie oft muss man das machen? Ich hatte die Spiegel eben nicht schnell genug aufgenommen. Oh, das würde ich sagen, Pattsituation. Sie hat ihre Maske verloren und ich meinen Spiegel. Und ich werde jetzt nicht sagen, jetzt... Nein, das mache ich nicht. Es hat was mit Haarebürsten zu tun. Aber das sage ich jetzt nicht. Das kannst du nicht bringen. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Ach du Scheiße. Ich hab Hunger. Oh mein Gott. Echt jetzt? Jetzt werde ich die neue Gesche. Du Monster. Knöffel, hallo. Schönen guten Abend. Nee, DSC habe ich nicht dazu. Habe ich aber jetzt mal gerade mal geguckt, dass es da welche gibt. Aber es soll nur eins, glaube ich, brauchbar sein. Ich habe jetzt diese schwarze Fliegenaura, die auch immer kam, wenn ich die Geishas kaputt gemacht habe. Die essen da jetzt noch, ne? Alle Lichter gehen aus. Okay, immerhin bringe ich sie um. Also ich finde das jetzt positiv. Also ich finde es positiver, als wenn ich jetzt die Stelle der Geisha eingenommen hätte. Und jetzt den Laden führe. Das ist trotzdem übel. Six ist sauer. Ich höre doch die kleinen Männchen. Krass. Das kannst du doch nicht auf die Menschheit loslassen. Wir sterben doch alle einmal in der Nähe. Naja, die Person, die da drin waren, würde ich ja nicht als Menschen bezeichnen wollen. Ja. Gerade kommt so zum Gespräch, vielleicht war ich ja auch der Albtraum der anderen. Das finde ich interessant, den Gedanken. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sind die mein Albtraum, aber warum sollte ich als Kind denn oder als Wesen davon träumen? Und es hat ja gerade keine Vorgeschichte und es hat auch keine Endgeschichte. Ich verändere mich im Laufe der Zeit. Wahrscheinlich durch die Sachen, die ich da sehe, durch das Fleisch, was ich esse, entmenschliche ich immer mehr. Das ist ja sicher. Und nachher morde ich aktiv. Da spielt vielleicht dann auch dieser Rachegedanke und Auge um Auge, Zahn um Zahn irgendwie vielleicht ein Hintergedanke bei dem Spiel. Diese schwarzen Streifen, diese Energie wurde abgezogen aus den Leuten. Das stimmt auch. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt für mich vereinnahmt habe. Also absorbiert mag ja stimmen. Es bleibt ja offen, was aus dieser Energie wird, die wir da abgezogen haben. Na gut, tendenziell nichts Gutes wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, wenn das mein Traum war, dann sind die Bösen jetzt ja weg. Ist die Frage, wie böse ich dadurch geworden bin oder ob ich das wieder abschütteln kann. Interessanter finde ich die Idee oder die These, es könnte auch der Albtraum der anderen sein. Menschen, die Kinder essen. Menschen, die andere Menschen, also Kannibalen, die auf spezielle Schiffe kommen, wo das alles zubereitet wird. Und dein größter Albtraum ist dann ja wahrscheinlich, dass das irgendwann mal jemand rauskriegt. Und dass sich irgendwann mal jemand rächt. Das könnte natürlich auch sein. Das finde ich auch interessant. Klassischer Spruch. When you dance with the devil, you don't change the devil, but the devil changes you. Ja. Did you ever dance with the devil in the pale moonlight? So, wie abgrundtief böse kann man selbst unser inneres Kind werden? Ja. Du brauchst Ding, die PS3 und Journey. Das würde ich so gern bei dir sehen. Journey gibt's nur da, ne? Ja, glaube ich. Das ist ja ein schönes Spiel. Ja, es ist auch wirklich richtig krass. Go Rüppchen, go Rüppchen, go Rüppchen, genau. Ah, ja, und das habe ich mir ausnahmsweise mal selber ausgesucht. Das war im Steam Sale, war das gut zu kaufen, sage ich mal so. Also kostet uns jetzt 20 Euro. Dafür ist es, kann ich nicht sagen, ob es so kurz ist. Es ist auf alle Fälle sehr außergewöhnlich, finde ich. Wahrscheinlich, ja, 87 kann sein. Für das nächste Spiel bist du wieder für Sun the Sorcerer oder für Oddworld's Ape, okay. 87 Tode. Krass. Und wie viele Leute wieder bei so einem Spiel mitmachen, ne, wenn man sich das anguckt. Aber hat echt einen schönen Sound auch gehabt, finde ich. Und jetzt zu sagen, bezaubernde Grafik wäre ja bestimmt ein bisschen fehl am Platz. kommt als nächstes Long Dark. Da ich jetzt Urlaub habe, weiß ich noch nicht genau. Ich weiß, bei Long Dark habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht, muss ich da mal tun, ob ich streamen möchte oder ob ich es nur als Let's Play machen möchte. Da ich überlege, ganz auf Stream umzusteigen und mich darauf zu konzentrieren, zumindest auf Plattformen, die dir nicht ständig in, auf gut Deutsch gesagt, die Eier treten. Wird wahrscheinlich, vielleicht wird alles. Also ich kann es auch aufnehmen und auf Twitch hochladen. Thumbnails gibt es dann auf YouTube. Ja, ich muss mal gucken. Ich überlege mir das. The Last of Us. Ich habe hier so viele Sachen, die ich noch gerne spielen möchte. Ich komme dann gar nicht hinterher. Also klar, jetzt theoretisch könnte man im Urlaub ja öfter, aber das ist ja aber auch, Urlaub ist ja nicht von Dauer. Ein bisschen holen will mich auch. Hab mich bei Queenie genauso mitgenommen wie hier. Du hast es komplett bei Queenie geguckt, ne? Oder? Auch? Wann? Oder was? Das ist ein Spiel, das über Förderung aus kindlicher Perspektive. Welches? Dieses hier? Nein. Das ist ein Spiel, das über Förderung aus kindlicher Perspektive. Überforderung. Wie, wenn du das Kind überforderst? Nee, wir sind jetzt bei einem anderen Spiel, Alu, oder? Ich scroll mal eben hoch. Nee, dann geht die Musik weg. Kann ich gerade nicht machen. Ah, komplett bei Queenie, okay. Hast du schon mal von Layers of Fear gehört? Ja, ich empfehle dir dazu 2 Playlists auf meinem Kanal. Layers of Fear und Layers of Fear Inheritance, das Add-on. Und die Alpha habe ich auch gespielt. Sehr schönes Spiel, Layers of Fear. LP Kaiser. Habe ich nicht nur gestreamt, findet man auch auf YouTube. Einfach mal ein bisschen durch die Playlisten stöbern. Ich habe Dinge gemacht, die ahnt man gar nicht. Weil es kommt öfter vor, dass jemand mir ein Spiel vorschlägt und ich sage, hier, bitteschön, 42 Folgen, schneller ging's nicht. Ja. Ja, schönes Spiel. Ich lasse trotzdem natürlich wie immer jetzt den kompletten Abspann ablaufen. Oh, Entschuldigung. Oh, aber es war denn doch... Ich habe zwar jetzt Urlaub, aber es ändert ja nichts daran, dass man auch noch am jetzt müde sein kann. Was ist mit Mobile Games? Habe ich jetzt nicht so... Ey, ich habe ja selber erst seit 1,5 Jahren ein Smartphone. Ich wüsste momentan gar nicht genau, wie ich das aufnehmen sollte, Mobile Games. Danke, Röbchen. Okay. So, übrigens, vielen lieben Dank für die vielen Follows. Da bin ich gar nicht so gekommen, die zu erwähnen. Und jetzt gerade ist die Musik so laut. Ich will mal gucken, ob es einen Abspann gibt. Hier. Ich muss jetzt gerade mal gegen anschreien. Wie laut schreie ich? Oh, das ist ziemlich laut. Ja, ist egal. Die Nachbarn machen auch Lärm. Da kann ja mal schreien. A Little Nightmares. Ping. Möchte jetzt kommen. Ah, danke. Das ist cool. Oh, warte mal. Foto. Ich dachte, da kommt mal was. Danke fürs Spielen. Danke fürs Spiel. Ich bin jetzt auf einer Insel. Das ist eine einsame Insel. Und da wird gegessen. Und dann kommen Boote an. Zurück. Wohin denn zurück? Ich will da jetzt hochgehen. Ich kann mal hier bestimmt noch weiter gucken. Danke fürs Spielen, finde ich toll. Bleibst du mal da unten mal aus? Komm, ich gehe gleich darauf ein. Ich will mal ganz kurz gucken hier. So. Extras. Konzeptkunst. Und genau die schaltet man mit den Geschas frei, glaube ich. Was ich natürlich schade finde ein bisschen, weil... Ich habe jetzt gar nicht so viel freigeschaltet. Ach, guck mal. Die Szene, ja. Ich denke mir mal, dass man das mit den Geishas macht. Ih. Das war aber gar nicht drin im Spiel. Ja, echt? Komm, ist das nicht schade dann? Ich meine, ist ja schön, dass man sich frei... Aber man möchte ja vielleicht auch die Konzeptkunst so sehen können, ne? Das ist schade, ein bisschen. Kapitelwahl. Mal gucken. Der Welt, die liebe Mupsi, ist jetzt... Mupsi? You can call me Mupsi. Ist jetzt langsam müde. Jetzt nun langsam müde wird. Liegt nicht am Alter. Du Nupsi, wer aufhört zu träumen, der stirbt. Das stimmt. Ah, guck mal. Ach, das ist das DLC, da spielt man eine andere Person. Guck mal da unten. Aber das DLC mit ihm soll sich, glaube ich, nicht lohnen. Es gibt noch ein anderes. Da hast du nur ein Level oder sowas und man erfährt auch nichts Neues irgendwie so. Ach, das ist mal eine schöne Kapitelauswahl, oder? Oh, hat ja gar nicht so viele Kapitel. Oder muss aber lange spielen, um dann nachträglich noch was einzusammeln. Aber sehr cool. So, ich verabschiede mich und unterhalte mich dann noch ein bisschen mit dem Chat. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal irgendwo anders wieder beim anderen Spiel. Ich würde mich riesig freuen. Bis dann. Tschüss.